Hallo zusammen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ganz viele Produkte auf den Tisch liegen. Ich wollte euch alles, was ich jetzt im Januar und Februar gekauft habe, vorstellen. Unter anderem sind auch Sachen von meiner Beauty Wishlist. Mein Hund ist da. So. Unter anderem sind auch Sachen von meiner Beauty Wishlist 2018 bereits auf dem Tisch, obwohl das Jahr noch ein bisschen Zeit hat. Einige Sachen werden wir noch gemeinsam, denke ich, ausprobieren in weiteren Videos. Aber ich wollte euch mal kurz vorstellen, was habe ich denn immer wieder geholt. Und zwar, ich war kürzlich im Spanienurlaub, da habe ich einige Sachen ergattert. Viele Sachen habe ich mir auch bestellt. Und zwar, wir fangen an. Und ich bin ein totaler Fan von Anastasia Beverly Hills Paletten. Diesmal habe ich mir die Subculture gegönnt. Ihr seht auch, die ist nicht ganz neu. Ich habe die jetzt circa einen Monat, wenn mich nicht alles täuscht. Habe sie auch gut gebraucht. Es hat hier, also ich habe wirklich sehr lange überlegt, soll ich sie mir kaufen, soll ich sie mir nicht kaufen. Aber ja, sie war es definitiv wert. Diese Farben wie Access und Untamed, wie Fudge oder auch Dawn, das sind einfach Farben, die ich super gerne benutze, die auch wirklich alltagstauglich sind. Also die Palette kann man sowohl als auch benutzen für den Alltag und auch für den abendlichen Gebrauch. Von daher, ich finde die eigentlich relativ super, habe sie mir gegönnt. Ich habe mir leider nicht nur diese Palette gegönnt, sondern es geht auch weiter mit wieder Anastasia Beverly Hills oder Anastasia Beverly Hills. Und zwar mit der Prism Palette. Die Prism Palette habe ich noch nicht vorrätig gehabt. Ich habe sie auch wirklich sehr schwer auf dem deutschen Markt gefunden. Aber ich habe sie gefunden. Ich decke auch hier mal so den Spiegel ab. Kostenpunkt bei allen Paletten, wenn mich nicht alles täuscht, liegt circa bei, ich glaube, 54 Euro. Diese Palette ist meiner Meinung nach eine sehr gewagte Palette. Und zwar hat sie viele glitzernde Töne, die man im Alltag nicht nutzen kann. Sie hat einen gelben Ton. Sie hat einen tiefschwarzen Ton. Auch hier wieder Glitzertöne. Das Einzige, was man für den Alltag benutzen kann, ist die Farbe Eden. Dieses Pfirsichpink-farbene. Und vielleicht noch, wenn man es wirklich sehr sanft aufträgt, die Farbe Parallel. Und Lyo. Ist relativ schön. Aber ansonsten ist sie eher für ein Abend-Make-up gedacht und dafür ist sie auch wunderschön pigmentiert. Wir werden auch irgendwann mal einen Look demnächst damit schminken. Seid gespannt. Aber ja, diese Palette musste ich auch haben. Wir machen weiter und die leeren Boxen, die lege ich mal so zur Seite. Und zwar kommen wir auf meine neueste Palette zurück. Diese ist auch wieder von Anastasia Beverly Hills, ist auch relativ neu rausgekommen. Ich habe sie mir für 54 Dollar, glaube ich, oder Pound, habe ich sie mir, nein, 42 Pound, habe ich sie mir über die britische Seite von Anastasia Beverly Hills bestellt. Gedauert hat das Ganze, glaube ich, bis sie ankam, ein paar Tage, also drei, lass es drei oder vier Tage maximal sein. War relativ schnell da, auch wieder hier mit einem Pinsel, der auf der einen Seite, das ist typisch Anastasia Beverly Hills, auf der einen Seite so ein ganz normaler abgeflachter Pinsel, damit man auch die Pigmente gut aufpressen kann. Und auf der anderen Seite haben wir so einen strenger gebundenen Blenderpinsel. Die Palette habe ich noch nie benutzt. Ich finde, nach der Modern Renaissance Palette ist diese Palette, übrigens hier schaut sie so noch ganz sauber, wie ihr seht, ist das die Palette, die einfach mega ist. Die Töne sind absolut alltagstauglich. Es ist eine wunderbare Kombination. Ich schaue auch hier vom Spiegel auf die Farben. Es ist eine wunderbare Kombination aus glitzernden Farben und matten Farben, aus Alltagsfarben. Und auch wenn man das Ganze dramatisieren möchte, hat man zwei Töne. Man kann alles wunderbar miteinander vermischen. Ich finde diese Palette einfach mega. Ich hoffe, sie wird auch mein All-Time-Favorite nach der Modern Renaissance-Palette. Ich habe hier so einen Palettentick, aber die Farben, das ist einfach Frühling, das ist der Name, Soft Glam sagt schon alles. Es ist tatsächlich ein sehr glamouröser, aber softer Look.
Und die Farben werde ich euch, also das nächste Video hoffentlich wird mit dieser Palette sein. Ich liebe sie. Wir machen weiter mit Paletten. Und zwar hier auch nochmal hoch die leere Verpackung. Ich habe mir gegönnt die Naked Heat Palette. Das war jetzt auch irgendwann im Februar. Die wollte ich schon sehr lange, aber ich habe mit dem Gedanken gespielt, okay, du hast jetzt die beiden oder vier sogar. Gleich eine davon stelle ich auch gleich vor. Die Huda Beauty Palette hast du. Du hast auch, oder vier Huda Beauty Paletten besitze ich. Und die neueste, die ich euch jetzt auch gleich zeigen werde, habe ich vor der Naked Heat Palette gekauft. Die hat auch seinen stolzen Preis. Ich habe, glaube ich, 52 Euro dafür gezahlt. Auch wieder hier diese Farben. Sie ist der der Soft Glam Anastasia Beverly Hills Palette schon sehr ähnlich von den Tönen her. Man hat hier auch wieder zwei, drei Glitzertöne. Oder, ja, doch drei Glitzertöne, der Rest sind einfach matte Töne. Was ich daran sehr schön finde, ist auch eine alltagstaugliche Palette. Man kann auch wieder hier mit diesen dunkleren Farbnuancen den Look dramatisieren. Ich benutze sie wirklich sehr gerne. Sie war auch neulich mit mir auf Reisen. Wenn man jetzt mal so die beiden Paletten vergleicht, kann ich definitiv sagen, aus der Palette sind sich zwei Töne sehr ähnlich. Also einmal die Soft Glam und einmal die Heat Palette. Und zwar die Farbe En Fuego ist so gut wie die Farbe aus der Soft Glam Palette Mulberry. Beides mal wunderschön. Dann sehe ich hier noch Farbtubes. Und zwar dieser Low Blow ist ein wenig wärmer als die Farbe Rustic aus dieser Palette. Wenn ich euch das so ein bisschen zeigen kann. Ich möchte jetzt auch wirklich nicht detailliert drauf eingehen, aber ja, man hat hier die Farbe Sauce, hier hat man Burnt Orange. Was mir allerdings sofort aufgefallen ist, und das habe ich auch schon von anderen YouTubern gehört, ja, es ist tatsächlich so. Die Farbe hier, die Burnt Orange Farbe, ist nicht die gleiche wie aus der Modern Renaissance Palette. Also die ist definitiv viel heller. Dann, was für Farben habe ich hier noch? Cypress Amber. Hier in irgendeiner Palette habe ich die doch auch noch, diesen Ton. Die ist es nicht. Nein, ich denke, die war auch von der Modern Renaissance Palette. Dieses Cypress Amber ist auch wirklich viel zu hell. Ich weiß nicht, es soll ja angeblich die gleiche Farbabgabe sein. Wir werden mal swatchen. Und wir werden auch mal näher auf diese Palette, auch mit einem Look eingehen. Aber so ganz korrekt erscheint mir das Ganze nicht. Also ich sehe tatsächlich farbliche Unterschiede, obwohl Anastasia Beverly Hills sich in einigen Farben wiederholt hat. Gut, ich komme wieder zurück auf die Naked Heat. Ich finde sie wunderbar. Keine der Palettenkäufe bereue ich bislang. Meine Reisepalette Nummer 2, die ich tatsächlich gut benutzt habe, wovon man nicht sieht, ist die Huda Beauty Warm Brown Obsessions Palette. Ich habe davon die Smoky Palette gehabt. Die Pigmentierung hat mir so gut gefallen. Und ich habe wegen diesem Ton habe ich diese Palette gekauft. Später habe ich das leider bereut, weil sie tatsächlich die gleiche ist wie aus der anderen Palette, nur eine Nuance dunkler, wenn mich nicht alles täuscht. Aber nun gut, ich hatte sie jetzt und es ist okay, die Farben sind sehr warm, man kann schöne Looks damit schminken. Die Töne hatte ich bislang noch nicht. Ich denke, das wird so die einzige Entschuldigung sein, weshalb ich diese Palette besitze. Wir machen weiter. Aus der Gigi Hadid Kollektion, oder Gigi Hadid Kollektion, die in Kollaboration mit Maybelline war, habe ich mir diesen Eyeliner gekauft. Jeder hypt ihn. Ja, also ich kann euch den mal auftragen. Man kann wirklich sehr präzise damit arbeiten. Die Spitze ist wie ein ganz spitzer Filzstift, super im Auftrag. Allerdings, die Farbe ist nicht tiefschwarz. Man kann auch tatsächlich keinen tiefschwarzen Lidstrich damit ziehen. Die ist so ein bisschen wässrig schwarz. Deswegen gefällt mir dieser Eyeliner erst einmal absolut nicht. Wenn, dann würde ich ihn, glaube ich, für die untere Lidpartie benutzen. Aber so leider gar nicht. Dann noch unausgepackt und ganz neu habe ich mir gekauft aus Spanien, aus dem Sephora, das Face Shimmering Powder in der Farbe Delicate Glow. Das zeige ich jetzt auch mal. Ein kleiner Fingerswatch ist bestimmt mit drin. Also dort fand ich die Farbe einfach mega. Hat ein bisschen Fallout, ja. Hoffentlich seht ihr den Swatch.
Es ist eine, es hat wirklich sehr feine Pigmente. Es sieht auch tatsächlich aus, als hätte man so ein feuchtes Finish. Null Glitzerpartikel, muss ich dazu sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Dafür habe ich, glaube ich, ca. 14, 15 Euro ausgegeben. Ist relativ neu. Es hat einen gold-champagnerfarbenen Unterton. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wir werden wirklich auch mal ganz bald damit was schminken. Weiter geht es mit dem Smashbox Always On Liquid Lipstick. Und zwar, ich habe ihn in der Farbe Stepping Out. Ein wunderbarer, schöner Lippenstift. Oder, ja, Lippencreme. Sehr einfach im Auftrag. Man kann auch tatsächlich sehr. Ich habe Spalzer. Man kann auch wirklich sehr präzise damit arbeiten. Die Farbe seht ihr auf meinen Lippen. Ich habe das jetzt einfach mal so laienhaft aufgetragen. Ich sehe mich auch nicht wirklich gut im Spiegel. Aber das Gute daran ist, man fühlt nichts auf den Lippen. Es beschwert nicht die Lippen, solange man nur eine Schicht davon aufträgt. Möchte man das Ganze etwas auffrischen nach ungefähr 7, 8 Stunden, sieht das Ganze ein bisschen anders aus.